Ich wünsche Ihnen eine inspirierende und mitunter auch vergnügliche Stunde. Unsere drei von der Tankstelle sind heute Franz Kafka, leider nicht hier, aber leibhaftig zugegen, Dietmar Bär und Bastian Pastewka. Viel Spaß. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Ja, Only the Dust is Eternal ist ein Projekt, was sich meines Erachtens mit der Zeit beschäftigt. Also wir befinden uns auf der Decke des Kirchenschiffes in Christkönig in Bochum. Und über einen Zeitraum von 4 Wochen oder 4 Wochenenden rieselt von hier Sand runter in einem Kirchenschiff, das 14 Meter unter uns sich befindet, beziehungsweise der Sand fällt über eine Strecke von 14 Meter unten auf den Kirchenbänken und der Fußboden des Kirchenschiffes. Ist's, der mein Herz mutlos gemacht hat, der Allmächtige, der mich erschreckt hat. Denn nicht der Finsternis wegen muss ich schweigen, nicht weil dunkel mein Angesicht denkt. Die Elenden im Lande müssen sich verkriechen. Sie liegen in der Nacht, nackt, ohne Gewand. Sie haben keine Decke im Frost. Sie triefen vom Regen in den Bergen. Sie müssen sich an den Felsen drücken, weil sie sonst keine Zuflucht haben. Man reißt das Waisenkind von der Mutterbrust, den Säugling der Armen nimmt man zum Pfand.